Ja, wie trainierst du? Was soll das sein? Bruder, heute Freestyle-Training. Freestyle-Training? Was für Freestyle-Training? Ich erzähl dir mal, wie du richtig trainieren sollst. Ja, bin ich gespannt. Erzähl mal. Um erstmal mit mir zu starten, ich würde sagen, ich habe einen teilweise fixen Trainingsplan. Das heißt, meine Tage in der Woche sind eigentlich ziemlich fix, was ich wann trainiere. Nur meine Übungsauswahl mache ich eigentlich im Training dann immer relativ random. Wobei da natürlich auch ein bisschen ein Unterschied besteht, weil meine Bewegungsmuster immer ähnlich sind. Klar, einen Muskel kann man jetzt auch nicht wirklich anders trainieren, als sein Bewegungsmuster hergibt. Aber dennoch versuche ich einfach bei den Übungen ein bisschen durchzuswitchen und abzuwechseln, weil es mir persönlich am meisten Spaß bringt. Und das ist, finde ich, auch ein guter Faktor hier, wo es um den Trainingsplan geht, und zwar der Spaßfaktor. Mir persönlich bringt es nichts, wenn ich einen fixen Trainingsplan habe, aber gar keinen Bock habe, mich jetzt heute an das Training zu halten, lieber Bock habe auf eine andere Übung. Deswegen ist es für mich gerade am einfachsten und am spaßigsten, wenn ich meine Übungen im Training random durchswitchen kann. Wichtig an der Stelle, ich versuche natürlich dann trotzdem in jeder Übung, so gut es geht, alles rauszuholen, das Gewicht maximal zu wählen und mich ordentlich zu pushen. Natürlich kann man dann nach einer Zeit nicht so gut nachvollziehen, ob ich mich jetzt gesteigert habe oder nicht. Aber das ist mir gerade auch nicht so wichtig. Deswegen in meinem Stadium ist es durchaus nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 8 Jahre lang immer relativ feste Übungen, einen festen Trainingsplan gehabt und habe jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Was natürlich auch bei mir noch dazu kommt, dass ich relativ oft unterwegs bin, immer wieder in einem anderen Gym bin und dann nicht die gleichen Maschinen habe, die ich sonst normalerweise verwende und dann natürlich sowieso schwer habe, das gleich auszuführen. Das kann auch mal wöchentlich passieren, dass mal, keine Ahnung, 2 von 4 Trainingseinheiten in einem anderen Gym stattfinden, wo dann das Training wieder anders ablaufen wird. Deswegen ist das für mich einfach derzeit schwer planbar. Für alle, die gerade beginnen, ins Gym zu gehen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen fixen Trainingsplan zu haben, fixe Übungsauswahl zu haben, vielleicht dann auch einfach 2 verschiedene Tage, wenn man lieber abwechselnd Übungen macht, um dann einfach nachvollziehen zu können, wie man sich steigert, ob man vorankommt, ob man, keine Ahnung, zu wenig macht und ob was vorangeht natürlich. Weil im Großen und Ganzen wirst du nur sehen, ob du Progress machst, indem du deine Gewichte anschaust, indem du dein Körpergewicht anschaust und checkst, ob du zugenommen hast, ob du Gewicht erhöhen konntest, ob du mehr Wiederholungen schaffst, ob die Ausführung besser geworden ist, wenn du es im Prinzip alles niedergeschrieben hast oder getrackt hast. Das geht entweder mit einer App oder mit einem Logbuch, Oldschool, je nachdem, wie man halt Bock drauf hat. Einfach niederschreiben, die Übungen, das Gewicht und dann von Mal zu Mal steigern. Deswegen, ich würde sagen, als Anfänger sollte man auf jeden Fall einen fixen Trainingsplan haben, um einfach bestmöglich nachvollziehen zu können, wenn man jetzt nicht ganz so viel Plan hat, ob man sich jetzt wirklich steigert oder ob man auf der Stelle tritt. Wenn man allerdings als Anfänger auch Bock hat, Freestyle zu trainieren und trotzdem sich in jeder Übung gut ans Limit pusht, wird man auf jeden Fall auch Fortschritte haben. Also als Anfänger wirst du eigentlich wenig Sachen falsch machen können und trotzdem Gains machen. Also du wirst viele Sachen falsch machen können und trotzdem Gains machen. Also am Anfang ist es gar nicht so wichtig, dass du dich jetzt irgendwas auf speziell fokussierst und einfach mal gut Gas gibst im Training, weil eigentlich eh jeder Reiz ziemlich sicher zum Muskelwachstum führt, wenn du auch dich gut ernährst. Also da hängt es einfach von persönlichen Präferenzen ab. Ich persönlich würde da auf jeden Fall empfehlen, einen fixen Trainingsplan an die Hand zu geben, weil es auch einfach übersichtlich ist und vielleicht bei der vielen Auswahl im Gym einfach nur schwierig ist, wenn man nicht weiß, okay, ich habe theoretisch 10 Übungen zur Auswahl, welche mache ich heute? Und dann sind vielleicht 2 davon eigentlich genau gleich. Wenn man einmal Schrägbank-Kurzhantel macht und einmal eine Schrägbank-Maschine und dann hat man, keine Ahnung, die anderen Bewegungsmuster ein bisschen vernachlässigt. Deswegen am besten einen fixen Trainingsplan erstellen, entweder mit Hilfe von einem Trainer oder man selber schon ein relativ gutes Know-how oder holt sich von jemand anderen Hilfe. Und dann stellt sich einen fixen Trainingsplan, hält sich daran, keine Ahnung, 3 bis 6 Monate und kann dann immer noch schauen, okay, mir reicht es jetzt, ich will einen neuen Trainingsplan, es war geil bis jetzt, ich mache weiter so oder ich lasse den Trainingsplan komplett weg. Falls ihr euer Training maximal supporten wollt, kann ich euch nur die Supplements von Rock Nutrition empfehlen, unter anderem Goat oder Goat Pump, zum Beispiel perfekt, um euer Training maximal zu stimulieren, erstens den Pump und die Durchblutung zu fördern, zweitens, um euch ein bisschen mehr Motivation zu geben an Tagen, wo ich ein bisschen down fühlt. Außerdem um Trainings herum sind natürlich genauso wichtig Proteinpulver, Proteinriegel, essentielle Aminosäuren und auch Kreatin. Wie ein Strong enthalten, das ist gerne mal im Shop vorbeischauen, mit Code Paul immer 10% sparen. Und es gibt eigentlich wöchentlich Aktionen, das heißt, da habt ihr auf jeden Fall die besten Rabatte mit dem Code Paul. Deswegen, ich würde sagen, dass es jetzt nicht so das 1x1 gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob das früher so krass war, dass die jetzt alle im fixen Trainings waren. Ich glaube, die haben sich auch einfach nur umgebracht und haben einfach so viele Übungen gemacht, bis sie gar nicht mehr konnten. Deswegen, funktionieren tut vieles, was für jemanden selbst das Beste ist, wird man dann herausfinden müssen, um dann einfach zu schauen, okay, das ist geil für mich. Das ist nicht so nice für mich, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut. Und dann checkt man einfach, ja,
Das passt, das passt nicht. Wie ich auch schon letztens gesagt habe, es gibt eigentlich nicht den perfekten Trainingsplan. Wichtig ist, dass es auf euch abgestimmt gut funktioniert. Und ja, wichtig ist sowieso eigentlich nur, dass ihr hauptsächlich ins Gym geht. Das heißt, macht einfach euer Training, ob ihr jetzt zu 100% strikt seid oder nicht, je nachdem, was eure Ziele sind, was ihr verfolgt. Und wohin es gehen soll, müsst ihr natürlich dann genauer sein oder weniger genau sein. Nachdem bei mir jetzt zum Beispiel kein krasses Ziel in naher Zukunft besteht, mache ich es einfach aus Fun und Bock und Freestyle einfach so ein bisschen durch, weil ich auch immer wieder mal gemerkt habe, dass dieses Scheiße, heute habe ich wieder die Übung, da habe ich gar keinen Bock drauf, eigentlich eher so ein bisschen Spaß wegnimmt. Deswegen finde ich es für euch heraus, wenn ihr gerne Freestyle trainiert, trainiert Freestyle, wenn ihr gerne nach Plan trainiert, trainiert nach Plan. Und damit zieht durch, geht ins Gym, gebt Gas auch im Sommer und danke fürs Zuschauen, Like da lassen, Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.